Guten Tag zusammen. In diesem Tutorial werden die erforderlichen Schritte beschrieben, um die Analyse eines rotierenden Radialventilators mit Hilfe von SimCenters TCCM Plus einzurichten, durchzuführen und auszuwerten. Das Simulationsmodell der Ventilatorbaugruppe besteht aus 20 gleichmäßig um die Rotationsachse verteilten Schaufeln, die mit 2000 Umdrehungen pro Minute rotieren, während das Ventilatorgehäuse stationär ist. Im Bild rot dargestellt ist der Lufteinlass. Hier tritt die Luft mit einer Geschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde in den Ventilator ein. Der Luftauslass des Ventilators ist in Orange dargestellt. Hier tritt die Luft mit einem definierten Druck wieder aus dem Simulationsbereich aus. Zur Analyse des Systems wird der Ansatz von beweglichen Bezugsrahmen gewählt. Ein erster, sich drehender Bezugsrahmen stellt die Schaufeln des Ventilators dar. Ein zweiter, stationärer, wird verwendet, um das Gehäuse und den Einlassbereich abzubilden. Inhaltlich gliedert sich das Tutorial in mehrere Kapitel, die nun nacheinander vorgeführt werden. Zunächst laden wir an dieser Stelle die zur Verfügung gestellte Ausgangsdatei. Dazu klicken wir unter File auf Load, gehen hier unter Browse auf den jeweiligen Ablageort und wählen unsere Simulationsdatei aus. Da die Berechnung dieses Anwendungsbeispiels vergleichsweise aufwendig ist, sollte im jetzt geöffneten Fenster die Einstellung Parallel on Localhost eingestellt werden. Dadurch wird die Berechnung später auf mehrere Kerne verteilt und benötigt damit weniger Zeit. Die genaue Anzahl von Kernen sollte immer in Abhängigkeit des jeweiligen Rechners eingestellt werden. Wichtig ist, nicht die maximal im Rechner verbaute Anzahl von Kernen zu verwenden, sondern mindestens einen übrig zu lassen, damit der Rechner bedienbar bleibt. In meinem Fall jetzt hier werde ich eine Anzahl von 4 Kernen auswählen und bestätige das Ganze mit OK. Die Simulation wird jetzt eingeladen. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis: Das Laden der Simulationsdatei kann durchaus ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, also nicht wundern, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Im nächsten Schritt können wir jetzt das Mesh generieren. Dazu gehen wir unter Mesh auf Generate Volume Mesh. Auch das Ganze dauert jetzt wieder ein bisschen, bis das Mesh generiert ist. Und im Anschluss können wir es dann gleich sichtbar machen. So, das Generieren des Meshes ist jetzt abgeschlossen. Ich habe das Ganze jetzt hier mal einmal an dieser Stelle übersprungen, da das dann doch 2 bis 3 Minuten in Anspruch genommen hat, bis das Mesh fertig generiert war. Um es jetzt sichtbar zu machen, klicken wir auf Scene mit einem Rechtsklick, gehen auf New Scene Mesh. Und eine neue Szene wird erstellt, die jetzt hier sichtbar ist. Und sehr schön kann man erkennen, wie das Mesh insgesamt aufgebaut ist und aus welchen Bereichen es besteht. Wir speichern jetzt unsere Simulationsdatei zunächst einmal ab. Das generierte Gitter besteht aus 2 Regionen, dem Gebläsegehäuse und den rotierenden Schaufeln. Da beide Regionen jedoch dasselbe Fluid enthalten und durch eine Schnittstelle verbunden sind, ist trotzdem nur ein Kontinuum nötig für diese Simulation. Um die erforderlichen Physikmodelle zu hinterlegen, gehen wir unter Continua, Physics 1 auf Models. Hier wählen wir die zu hinterlegenden Modelle aus. Für Time ist das einmal Steady, Material, Gas, Flow, Segregated Flow. Für Equation of State einmal Constant Density. Vischkes Regime ist Turbulent. Und für die Reynolds Averaged Turbulence wählen wir K Epsilon Turbulence aus. Anschließend können wir das Fenster über Close schließen. Im nächsten Schritt erstellen wir den beweglichen Bezugsrahmen. Dazu klicken wir unter Tools, mit einem Rechtsklick auf Reference Frames, New, Rotating. Hier müssen wir noch die Einstellung der Rotationsrate festlegen. Dabei ist es wichtig, auch auf die korrekte Einheit zu achten. Diese ist jetzt hier in Rotationen pro Minute angegeben.
und wird mit einem Wert von 2000 hinterlegt. Alle Ein- und Einstellungen werden unverändert übernommen und wir schließen das Fenster. Um den gerade erstellten Bezugsrahmen der rotierenden Region zuzuweisen, gehen wir unter Regions auf die rotierende Region und gehen unter Physics Values auf Motion Specification. Hier legen wir unter Reference Frame einmal Rotating fest und schließen das entsprechende Fenster. Wie jetzt hier gerade zu sehen war, ist der Menüpunkt Axis unter Physics Values nun entfernt, da die Achseneinstellungen jetzt aus dem Bezugsrahmen übernommen werden. Als nächstes hinterlegen wir die erforderlichen Startbedingungen unserer Simulation. Dazu gehen wir unter Continua auf Physics 1 und Initial Conditions. Hier legen wir für Turbulence Specification einmal die Methode K plus Epsilon fest und für die Turbulent Dissipation Rate stellen wir einen Wert von 150 ein. Für die Turbulent Kinetic Energy wählen wir einen Wert von 1,5. Nun stellen wir die Eingangsgeschwindigkeit des Fluids am Inlet ein. Die Wandgeschwindigkeiten innerhalb der rotierenden Region müssen nicht verändert werden, da sie bereits automatisch vom Bezugsrahmen festgelegt werden. Allerdings müssen wir die Randbedingungen für die Gehäuseregion anpassen. Dazu klicken wir unter Regions auf unsere Gehäuseregion, also hier Blower Surround, dann auf Boundaries und wählen Inlet, Extrusion, Inlet. Hier gehen wir unter Physics Values auf Velocity Magnitude und wählen hier einen konstanten Wert von 5 aus. Zusätzlich muss noch eine weitere Randbedingung angepasst werden. Dazu gehen wir auf Under Shaft, wählen hier unter Physics Conditions einmal Tangential Velocity Specification aus und legen hier die Methode Rotation Rate fest und schließen das Fenster. Des Weiteren muss unter Physics Values hier einmal die Wall Relative Rotation angepasst werden. Hier ist es so, dass wir ein konstantes Value hinterlegen und wie eben schon erwähnt, muss auch hier wieder darauf geachtet werden, dass die richtige Einheit verwendet wird. Den Wert legen wir wieder mit 2000 Umdrehungen pro Minute fest. Um sicherzustellen, dass eine sinnvolle Lösung erzielt wird, passen wir nun einige Solver-Einstellungen und Abbruchkriterien an. Hierzu gehen wir zunächst unter Solvers. Hier. Auf Segregated Flow. Velocity. Hier wählen wir für den Unterrelaxationsfaktor einmal die Methode Linear Ramp aus und bei der Linear Ramp legen wir die Startiteration auf 1 fest und die Enditeration auf einen Wert von 200. Das Initial Value wird mit einem Wert von 0,5 festgelegt. Analog dazu das gleiche einmal für den Druck. Wieder unter dem Unterrelaxationsfaktor die Methode Linear Ramp und hier legen wir wieder die Startiteration bei 1 fest und die Enditeration bei einem Wert von 200. Allerdings legen wir dieses Mal das Initial Value auf 0,2 fest. Zusätzlich gehen wir einmal auf AMG Linear Solver und wählen hier für die Convergence Tolerance einen Wert von 0,05 aus. Im Menüpunkt Stopping Criteria legen wir für die maximale Anzahl an Berechnungsschritten
ein Wert von 600 fest. Um den Berechnungsprozess für die Lösungsfindung besser verfolgen zu können, erzeugen wir nun einen Plot mit einer Schnittebene, welche die Geometrie halbiert. Dazu gehen wir mit einem Rechtsklick auf Derived Parts, New Part, Section, Plane. Im sich öffnenden Menü legen wir nun die Ausrichtung der Ebene fest. Für die Origin wählen wir 0, 0, 0 als Koordinaten. Und für die Normalrichtung wählen wir 0, 0, 1. Schon sieht man, dass die Schnittebene das Bauteil mittig teilt. Für Display wählen wir noch No Displayer und klicken anschließend auf Create. Die Schnittebene wird erstellt und wir können das Menü schließen. Im nächsten Schritt erzeugen wir mit einem Rechtsklick auf Scenes, New Scene, Vektor, eine neue Vektorszene. Hier gehen wir unter Vector Scene auf Vektor 1 und klicken auf Parts. Hier wählen wir die Einstellung so, dass nur die Plane Section ausgewählt ist. Gleiches gilt für die Outline einmal. Auch hier wieder Parts. Wir klicken einmal sämtliche Bauteile an und wählen sie wieder ab, da hier viele Bauteile vorausgewählt sind oder im Simulationsrender. Und wählen hier die Plane Section an. Somit ist nur diese ausgewählt. In der Toolbar können wir noch auf das Kamera-Icon klicken und für die Projektionsmethode parallel auswählen. Im selben Menü lässt sich auch unter Views die Ausrichtung des ganzen Systems festlegen. Wir wollen jetzt hier beispielsweise die positive Z-Richtung mit positiver Y-Richtung nach oben ausgerichtet haben. Mit Hilfe der Simulationssoftware ist es möglich, praktisch jede Größe dynamisch während der Lösungsfindung zu überwachen. Um beispielsweise den flächengemittelten Druck am Inlet zu verfolgen, kann ein Report-Monitor erstellt werden, welcher die Entwicklung visualisiert darstellt. Der Wert ist hilfreich, um beurteilen zu können, ob die Lösung konvergiert hat. Um den Report-Monitor zu erstellen, klicken wir hierfür per Rechtsklick auf Reports. Hier, Rechtsklick. Wählen New Report. Matrix und Surface Average. In dem generierten Report wählen wir für die Field Function einmal Pressure aus und hinterlegen die entsprechenden Parts. Das ist jetzt hier einmal die Region, Blower Surround, und dann die schon verwendete Inlet, Extrusion, Inlet. Mit einem Rechtsklick können wir nun auf Surface Average 1 gehen und auf Create Monitor and Plot from Report klicken. Dadurch wird ein neuer XY-Plot erstellt. Bevor wir nun die Simulation durchführen können, speichern wir sie erneut. Wir können die Analyse nun starten. Dazu klicken wir auf den Run-Button. Wie man sieht, erscheinen sofort die Residuen. Für diese Anwendung ist es allerdings sinnvoller, den zuvor erstellten Monitor zu betrachten. Also wechseln wir über die eingeblendeten Grafikfenster zu unserem Monitor. Hier können wir den Prozess der Lösungsfindung ganz gut beobachten.
Nach spätestens 600 Iterationen wird die Lösungsfindung abgebrochen, wie zuvor in den Stopping Criteria eingestellt. Das Ganze, wie man das jetzt hier schon abschätzen kann, wird bei mir ein paar Minuten dauern, weswegen wir uns gleich wiedersehen. So, die Analyse ist nun durchgelaufen und wie wir sehen können, konvergiert der Druck gegen Ende der Berechnung so ab einem Wert von 380 bis 400 auf einen nahezu stationären Wert. Eine vollständig stationäre Lösung ist jedoch unwahrscheinlich, da die Simulation nie wirklich stationär ist. Die Ergebnisse unserer Simulation können wir ebenfalls in der zuvor erstellten Vektorszene visualisiert anschauen. Dazu klicken wir oben im Grafikfenster auf Vector Scene 1 und sehen hier das Geschwindigkeitsfeld nach den 600 Iterationen. Sehr gut zu erkennen anhand der jeweiligen Vektorpfeile. Damit bin ich auch schon am Ende dieses Tutorials angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Nachmachen.